Hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, ich habe einen zweiten Rollerkanal erstellt. Was hat es denn damit auf sich, habt ihr euch wahrscheinlich jetzt gedacht, als ihr den Titel vom Video schon gelesen habt? Was es da zu sehen gibt, dazu komme ich gleich. Jetzt erstmal, warum habe ich das gemacht? Es ist einfach so, Leute, wir haben jetzt um die 20.000 Abonnenten. Wir haben schon über 500 Videos online und ihr habt sicher selber schon gemerkt, wenn man jetzt nach einem expliziten Video zu einem Tuning, zu einer Reparatur oder sonst was sucht, gestaltet das sich doch schon etwas schwierig, weil es leider von YouTube aus keine wirkliche Suchfunktion auf den Kanälen selber gibt. Ihr könnt nur über die YouTube-Suche suchen. Leider. Und deswegen ist es mittlerweile bei 500 Videos auf dem Kanal schon etwas schwierig, natürlich den Überblick zu behalten. Das Ganze ist einfach ein bisschen unübersichtlich geworden. Und deswegen ist jetzt ein zweiter Kanal erstellt worden, also habe ich erstellt, um das Ganze ein bisschen zu entzerren. Auf diesem Kanal hier geht es weiterhin rein explizit um Rollerreparatur, Rollertuning, Rollerprojekte und Rollertests. Aber alles andere, was die Community betrifft, deswegen heißt der neue Kanal auch Scooter Tuning Channel Community, kommt dann auf den neuen Kanal, der euch übrigens unten in der Beschreibung verlinkt ist. Und da kommen jetzt so Formate wie Roller bewerten. Ihr könnt mir Bilder von euren Roller schicken, bitte noch nicht schicken. Ich mache da ein gesondertes Video dazu, was ihr da erfüllen müsst, um da dabei zu sein. Ich mache Reactions auf Videos. Da schaue ich mir getunte Roller-Videos an und so weiter und sage meine Meinung dazu und solche Sachen. Ihr könnt mir eure Videos schicken und ich poste die für euch. Dann habt ihr erstens mal die Möglichkeit, die einer breiten Masse der ganzen Community hier zu präsentieren, eure Videos von eurem Roller. Und ich sage auch ein bisschen was dazu und ich verlinke natürlich euren YouTube-Kanal, euer Instagram oder was ihr auch wollt. Genauso das auch natürlich beim Roller bewerten. Und dann möchte ich gerne von Treffen und Rennen berichten. Ich fahre für euch auf Treffen und Rollerrennen. Vielleicht besuche ich auch Leute oder ich starte mal Ausfahrten oder Rollertreffen veranstalte ich und filme da. Das kommt dann alles in diesem neuen Kanal. Ich möchte gern mal Frage-Antwort-Videos machen, dass ihr Fragen stellt, egal über was, und ich beantworte euch die dann in Videos. Ich möchte gern über Roller-Lifestyle berichten. Was macht euch den Alltag mit dem Roller leichter? Was sind nützliche Gadgets vielleicht beim Rollerfahren? Kann man im Alltag überhaupt noch vernünftig Roller fahren? Und, und. Wir möchten gern Community-Livestreams machen, Outtakes aus unseren Videos posten und lauter solche Sachen. Halt wirklich Sachen für die Community, über die Community und so weiter. Das ist das Ziel, das habe ich vor. Und das macht diese ganzen zusätzlichen Formate. Würde ich die jetzt alle auf unserem Hauptkanal, Scooter Tuning Channel, posten, dann würde das Ganze ja noch viel undurchsichtiger werden und man müsste noch mühsamer suchen und Dings. Deswegen machen wir das einfach auf diesem gesonderten Kanal. Dann bleibt ein bisschen Übersicht für euch da und wer Bock hat, kann sich gern diesem Scooter Tuning Channel Community Kanal anschließen. Da wird in der nächsten Zeit einiges kommen. Wie gesagt, ich könnte mir auch vorstellen, dass wir da Ausfahrten oder Treffen mal veranstalten. Das will ich ja schon lange mal machen. Oder ich besuche euch und repariere eure Roller. Ich könnte, wie gesagt, zum Beispiel so in Real-Life-Livestreams machen, wo wir dann wirklich Ausfahrten zusammen machen und ich streame live von diesen Ausfahrten oder solchen Sachen oder von diesen Treffen. Das wäre doch eine ganz coole Sache. Ja. Wie gesagt, schickt mir jetzt bitte noch keine Bilder oder Videos von euren Rollern. Ich mache da gesonderte Videos dazu und erkläre genau, was ich für ein Format brauche, welche Qualität, was erfüllt werden muss, dass die ganzen Gesetze wie Datenschutz und was weiß ich eingehalten werden. Da mache ich euch gesonderte Videos dazu, also noch nicht gleich schicken. Das kommt alles noch. Und so sieht das aus. Wie gesagt, unten in der Beschreibung ist der Kanal verlinkt. Ich würde mich freuen, wenn der eine oder andere auch da ab und zu mal vorbeischaut, dass wir den Kanal auch ein bisschen am Laufen haben. Und dann sollte der Zukunft oder der Übersichtlichkeit unserer Kanäle doch nichts im Wege stehen. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass wir vielleicht in der nächsten Zeit, nagelt mich jetzt nicht drauf fest, vielleicht noch den einen oder anderen weiteren Kanal erstellen. Alle namens Scooter Tuning Channel, aber immer mit einer anderen Endung. Einfach,
damit man da besser den Überblick behält, dass dann ein Kanal sich nur um Rollerprojekte dreht, ein Kanal vielleicht nur für Roller-Livestreams, Rollerhilfe-Livestreams und so weiter. Dann, wie gesagt, einer nur mit Tuning und Racing und der andere vielleicht nur noch Rollerreparatur. Das wäre vielleicht sinnvoll und würde die Übersichtlichkeit für alle Beteiligten wesentlich steigern. Allerdings habe ich natürlich dann die absolute Mehrfacharbeit und muss mehrere Kanäle betreiben. Aber den Aufwand würde ich mir natürlich geben, weil es macht ja auch Sinn. Jetzt fragt sich der eine oder andere, ja, warum habt ihr das nicht schon vorher gemacht? Leute, ganz ehrlich, als ich vor Jahren mit diesem Kanal angefangen habe, habe ich doch nicht gedacht, dass der mal über 20.000 Abonnenten hat. Ne? Wer denkt dann daran, ja, okay, der Kanal hat irgendwann 20.000 und vielleicht noch irgendwann 30.000 Abonnenten, keine Ahnung. Da mache ich lieber mal gleich mehrere Kanäle, damit die Leute das übersichtlicher haben. Da denkt doch keiner dran. Im ersten Jahr hatte ich glaube, 70 Abonnenten. Ne? Also, ja, im Nachhinein ist man immer schlauer, sagen wir so. Auf jeden Fall, ich würde mich freuen, wenn der eine oder andere auch den neuen Kanal abonniert. Auf diesem Kanal bleibt natürlich alles, wie es so ist und war. Und es geht wie gewohnt hier weiter. Ich wollte einfach bloß diese neuen Formate jetzt auf den neuen Kanal ausweiten. Und das war's auch schon. Ich will euch jetzt gar nicht länger zulabern. Danke wie immer fürs Zuschauen, Leute. Schreibt gern mal eure Meinung dazu, ob das richtig so ist, dass ich jetzt noch einen zweiten Kanal erstellt habe und vielleicht noch in absehbarer Zeit vielleicht noch den einen oder anderen weiteren. Würde mich echt interessieren. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Bis bald, Leute.